recht herzlich willkommen hier bei meinem neuen Video und es ist mir wie immer eine Freude, dich hier begrüßen zu können. Und worum wird es heute gehen? Also heute werde ich einmal eine Tabaufbau-Variante zeigen, die für mich persönlich bei so richtig beschissenem Wetter eigentlich so, ja, das Komfortabelste ist, was ich mir mit so einem Tab zumindest bauen kann. Und da würde mich natürlich ganz recht herzlich im Nachgang dann interessieren, welche Varianten ihr da nehmt. Es geht nämlich darum, was ist eigentlich, wenn so richtig nasses Wetter ist. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich werde dann nochmal hier, deswegen bin ich hier in dieses Gebiet gegangen, das Laub ein wenig nutzen, um ein, zwei Sachen zu zeigen im Bereich Jägerbett. Auch wieder mit Hinblick auf, es wird kalt und vor allen Dingen es wird nass. Und ja, damit werden wir jetzt erstmal anfangen. Also, wenn dich das interessiert, wie man im schlechten Wetter sich ein bisschen komfortabler machen kann, dann bist du hier genau richtig. By the way, mein Name ist Sven Ruppert, ich komme aus der Region Braunschweig, bin hier gerade im Elm unterwegs und wenn dich die Bushcrafting-Themen interessieren, dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, Subscriber auf meinem Kanal zu werden. Das ist ein kleines Dankeschön für mich, dich kostet nichts und wenn du dann noch die Glocke anmachst, bekommst du auch jedes Mal eine Info, wenn ein neues Video rauskommt. So, also von dem her, wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, ein ganz recht herzliches Willkommen und alle, die schon mal auf meinem Kanal da gewesen sind und wieder dabei sind, cool, dass ich dich hier wieder begrüßen kann. So, und jetzt wollen wir nicht groß drumherum reden, fangen wir an und zwar mit dem Tab. Okay, es geht jetzt darum, wie ich hier an dieser Stelle, wenn ich jetzt dieses Stückchen Wald nehme, das habe ich jetzt exemplarisch genommen, weil es A, hier sehr viel Laubwald ist und weil die Bäume schön aufeinander stehen und man das sehr deutlich von allen Richtungen zeigen kann. Aber worum wird es jetzt gehen? Also, wir sind gerade in der Vorbereitung bei Expedition Outdoor für das nächste Treffen. Das wird übrigens jetzt demnächst dann stattfinden. Es wird wieder 4 Tage rausgehen, das ist die nächste Trainingseinheit. Und wir erwarten hoffentlich, ich kann nur sagen hoffentlich, weil es wäre wirklich von Vorteil, richtig beschissenes Wetter. So, warum möchte ich beschissenes Wetter bei einer Tour haben? Ganz einfach, weil ich da natürlich meine Ausrüstung wesentlich besser in den Extremwerten testen kann, als wenn ich eben bei so einem hervorragenden Wetter rausgehe und eigentlich mit dem Schlafsack mich so flach auf den Boden legen könnte. So, was wird sein? Ich werde später noch ein Update dazu machen, wie es mit Expedition Outdoor jetzt in die Hauptplanung geht. Also wir haben ja jetzt das erste Event gemacht. Da wird auf meinem Kanal noch eine Zusammenfassung von diesem ersten Event erscheinen. Wir sind jetzt in der Planung für das zweite Event. Das wird jetzt nächste oder übernächste Woche wird das dann sein. Also je nachdem, wann das jetzt online geht. Und dann werden wir nochmal einen Winterbivak machen und dann im Sommer geht's raus nach Schweden. So, Schweden ist jetzt mehr oder weniger gesetzt. Wir sind schon bei der Ortssuche, aber dazu in meinem, sagen wir mal, Expedition Outdoor Event Video oder Status Video dann ein wenig mehr. So, aber was ich dafür brauche ist, ich brauche jetzt natürlich erstens Ausrüstung, mit der ich mich lange durchs Gelände bewegen kann. Es sollte möglichst leicht sein, es sollte möglichst robust sein. Und dementsprechend stelle ich mir jetzt so die verschiedenen Sachen zusammen und habe hier mir jetzt ein Tarp-Setup rausgesucht, was ich also jetzt beim nächsten Regen, sobald ich bei Regen dann halt raus kann, dann nochmal ausprobieren werde. Ich habe damit hervorragende Erfahrungen schon gemacht. Allerdings war es bis jetzt zu klein. So, also das, was ich jetzt brauche, ist ein 4x4 Meter Tarp. Ja, ihr habt richtig gehört, 4x4 Meter ist natürlich ein ganz schöner Brummer, ist ein ganz schöner Klopper. Aber damit kann ich eben das Tarp so aufbauen, dass ich von 3 Seiten wirklich komplett zu bin, inklusive des Bodens. So, was brauche ich dafür? Ich brauche den ersten Baum, ich brauche den zweiten Baum. Ich werde jetzt mein Tarp rausholen und dann erstmal die Hauptlinie oder die Ridgeline spannen und dann zeige ich Schritt für Schritt, welche Sachen ich da machen möchte. Also als nächstes Tarp holen. So, wie man hier sieht, das ist natürlich schon ein ganz schöner Brummer, so ein 4x4 Meter Ding. Aber was wir jetzt brauchen, ist Folgendes. Ich werde jetzt hier erst einmal das Ding halbiert lassen. Ja, ich habe es jetzt, da ist noch die Öffnung, das ist noch nicht so, wie ich das brauche. Aber letztendlich will ich jetzt zum Beispiel, in welche Richtung will ich es aufmachen?
Sagen wir mal, wir wollen es nach da aufmachen. Machen wir das jetzt einfach so. Dann nehme ich jetzt hier unten. Ich glaube, das war zu laut. Also nochmal. Ich werde jetzt hier unten die Seite nehmen, die offen ist. Ja. Und dort nehme ich nicht das Äußere, sondern ich nehme den zweiten, den dritten. Den vierten und den fünften lasse ich wieder frei. Und da schlaufe ich jetzt einfach hier das Ding ein. Ich habe das ungefähr auf so einen Meter Höhe habe ich das gemacht. Und damit haben wir jetzt erst einmal die Hauptleine gemacht. So, dann schauen wir mal. Einmal einschlafen. So, jetzt noch den letzten. Ist schon der letzte. So, eins, zwei, drei. Okay. So, ich spanne jetzt einmal die Ritschlein und mache das Ding fest und dann spannen wir den Rest. So, das heißt, wupp. So, einmal rechts, einmal links. Jetzt fehlt mir natürlich noch ein Stückchen. Das habe ich natürlich wieder nicht mitgehabt. So, haben wir auch ein Stückchen. Und jetzt kann man eben hier das Ding dann festmachen. Eins, zwei, rum. Und dann einmal von unten hier durchgeschlauft. So, diese Knoten macht, ich glaube, da gibt es schon ganz viele Videos zu. Das brauchen wir jetzt nicht groß zeigen, aber so, jetzt habe ich das hier festgemacht. Ich hoffe, man sieht das noch auf dem Bild und werde jetzt hier erst einmal das zusammenrollen, aufhängen, liegen lassen. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal den Rest davon an. So, zwei kleine Stücke Paracord. Ich werde das jetzt eben abspannen. Übrigens, wenn ihr da irgendwie Krach neben ihr hört, da hinten, da sind sie dabei, Holz rauszuholen. Das heißt, hin und wieder wird es dann mal krachen. Weil im Moment ist hier wirklich der Teufel los mit der Holzernte. Aber schauen wir mal. So, also, jetzt mache ich das erstmal fest. So, machen wir erstmal hier den. Machen wir erstmal auf Spannung. Und schwuppdiwupp. So, jetzt müsste der eigentlich schon. Okay, nochmal. Spannung. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Und einmal hier. So, jetzt müsste der eigentlich auf Spannung gehen. Und haben wir das. So, den kann ich gleich nochmal nachziehen, wenn es zu kurz ist oder zu lang. Und den noch hier. Ja, machen wir noch ein bisschen kürzer. Noch ein bisschen kürzer, der ist zu weit drüben. So. Dann habe ich natürlich auch zwei Bäume genommen, die relativ nah zusammenstanden. Also von dem her müssen wir das nochmal nachbessern. Eins, zwei, drei, vier. So, also machen wir das jetzt ein bisschen hier rüber. Ups, so, hält. Andere Seite. Dann machen wir das hier auch wieder. 1, 2, 3, 4. Knoten dran. So, das muss jetzt stramm sein. Das ist sozusagen einer der wichtigen Dinge, dass das hier stramm ist. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber reden, was der Sinn oder Unsinn dessen ist. So, dann machen wir das hier so. Und einmal provisorisch hier fest. So, 1, 2. So, jetzt können wir den nämlich hier auch nochmal nehmen, den Stock. Und festziehen. So, also, das ist fest. Und was brauche ich jetzt? Jetzt habe ich hier diese Endstücke. Und diese Endstücke hier, die werde ich nach unten spannen. Aber erst werde ich nach hinten das Tarp abspannen. Dafür brauche ich jetzt einmal die Heringe. So,
Jetzt nehme ich von dem ganzen Tab die Hälfte. Und zwar die halbe Unterseite lasse ich liegen. Und die andere Hälfte nehme ich nach hinten weg. So, jetzt habe ich hier ein riesen Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das spanne ich jetzt einfach nach hinten ab. Man merkt, das Tab ist noch sehr neu und klebt hier noch überall zusammen. Das ist sozusagen Premiere fürs Tab heute. So, also, das nehmen wir jetzt mal hier runter. So, dann zeige ich das gleich von hinten nochmal, wie das aussieht. So. 1, 2, so. So. Nächste Hering rein. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sieht, aber ich hoffe mal, dass ich die Kamera jetzt halbwegs sinnvoll hingestellt hatte. Es geht ja auch erstmal hier um die Demonstration. So, dann machen wir hier noch den nächsten. Und in der Mitte sparen wir das dann auch noch ab. So. Und haben dann hier erst einmal einen relativ großen Unterbau. So. Okay. So, was habe ich jetzt erreicht? Ich habe also jetzt 3 Laschen genommen. 4 und 5 habe ich lose gelassen, die hängen noch runter. Und so habe ich beim 4x4 Meter eben genau 2 Meter in der Mitte mehr weggenommen. Dann bin ich nach hinten gegangen und habe genau die gegenüberliegenden dann auch abgespannt, sodass ich erstmal ein Schrägdach habe. Damit habe ich folgenden Vorteil. Ich habe hier unten drunter eine irrsinnig lange Fläche und ich habe eine ziemlich lange Bodenplane. Dann kann man natürlich jetzt noch die Endstücke dagegen setzen. So, das werde ich jetzt einmal zeigen. Das heißt, ich werde jetzt die Bodenplane erstmal ziehen. Ich habe vorher ein bisschen die Stöcke weggemacht. Kann ich jetzt auch nochmal machen, wenn ich die Bodenplane ziehe, damit da eben nichts liegt, was dann durchs Tab sticht. Und dann schauen wir uns das gleich mal von innen an. Aber jetzt ziehe ich erstmal die Bodenplane. So, dann einmal. 1. Ah, das Ding ist wirklich noch neu. Hier war ein Stock. Gut, weg damit, weg damit und weg damit. So, was man jetzt sehen kann, ist, dass ich hier einen irrsinnig großen Raum habe. Das heißt, er ist 2 Meter lang und 2 Meter oben in der Schrägen. Das heißt, er ist sozusagen von der Grundplatte bis hinten hat er 2 Meter. Der ist natürlich ein bisschen offen. Das kann jetzt jeder ausrechnen, ne? Satz des Pythagoras, wie weit unten die Seite drüber oder drunter hängt. Aber hier habe ich erstmal ein ziemlich großes Teil und wenn ich mich hier drunter setze, habe ich durch das, ich weiß gar nicht, ob man das sieht jetzt hier drin, das habe ich jetzt noch ein bisschen niedrig abgespannt. Ich kann es noch höher abspannen, damit man dann richtig sitzen kann. Hier in diesem Ding. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Möglichkeit, eben etwas zu machen, indem ich ordentlich sitzen kann, weil ich eben sehr viel Meter habe und damit eben auch in die Höhe gehen kann. Beim 3x3 ist das so knapp. Da habe ich hier nämlich, wenn ich da die Beine äußeren lasse, sowieso nur eine Maximalhöhe von 75 und wenn ich dann noch runtergehe, also das noch schräger mache, dann habe ich kaum noch Platz daran. Und hier kann ich eben mit dem Schlafsack auch ein bisschen diagonal, wenn es über 2 Meter ist oder wirklich längs, dann mit 2 Metern liegen und komme eben nicht an die Seitenwände, ja, so von wegen ein bisschen Kondenswasser oder was auch immer. Und das macht es nochmal ganz bequem. So, ich werde jetzt den Rest abspannen, da könnt ihr mir noch eben zuschauen und dann zeige ich euch das einmal von allen Seiten. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier vorne einfach Heringe genommen, um das abzuspannen. Aber wie man sieht, man hat hier eine sehr, sehr große Fläche. Ich lege mich hier mal rein. Man sieht, ich kann mich hier richtig lang machen. Und das ist eben der große Vorteil von dem 4x4 im Gegensatz zum 3x3. Da geht das nämlich nicht. Was man jetzt noch machen muss, man muss die Ecken sorgfältig einfalten, weil man möchte ja auch hier kein Wasser reinkommen haben. Das heißt, man hat jetzt hier dieses Teil, das werde ich jetzt nochmal abspannen, hier nach unten. Und dann eben diese Ecke, die man dann nach innen falten kann. Und das werde ich jetzt nochmal machen. Muss sozusagen beides reinnehmen. Und dann hier diese Ecke nach unten
Abspann und schon habe ich hier beide Seiten richtig fix. So, das werde ich jetzt mal machen und dann zeige ich noch mal eben, wie ich das eingefaltet habe. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das erstmal hier so eingeschlagen. Das heißt, das, was nach außen noch war, habe ich reingeschlagen komplett. Dann habe ich hinten die Ecke genommen und auch nach innen eingeschlagen. Okay, so ist jetzt hier natürlich letztendlich eine Lücke. Das heißt, wenn ich hier schaue, dann wäre hier die Möglichkeit, dass Wasser reinkommt. Und um das zu verhindern, hat man das übereinander geschlagen und fängt jetzt an, das hier so einzurollen. Ich rolle das mal hier hinten ein. So. So. Schlupf, 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 schlupf. Und rolle das letztendlich ein bisschen ordentlicher, dann rolle ich das komplett ein. Und damit habe ich keine Möglichkeit, dass mir das Wasser reinkommt. Und damit habe ich jetzt eine 2x2 Meter Liegefläche, die komplett trocken ist von unten und von drei Seiten. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, es kommt der Regen von hier. Ja, also wenn du eine gewisse Wetterseite hast, ja. Wenn der Regen eine gewisse Neigung hat, dann kann es sein, dass der Regen, sagen wir mal, noch so 30, 40 Zentimeter reinkommt. Aber selbst dann könntest du die Bodenplane umschlagen nach oben und dich weiter nach hinten legen. Und dann hat es meistens bei Regen einen sehr, sehr guten Regenschutz. Außer der Regen kommt jetzt wirklich hier im, weiß ich nicht, ein paar Grad reingeschossen. Dann nicht. Aber selbst über die Länge hast du eine sehr, sehr lange Stelle, die eben dann wassergeschützt ist. So, ja, das ist sozusagen erstmal das Haupt-Setup. Das heißt also hier in der Mitte diese drei Abspannen, die Seitwärtsteile runter, das sieht man hier auch noch, hier sozusagen die Teile runterspannen nach vorne. Das kann man natürlich hier noch ein bisschen nachspannen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen höher wird, aber das ist soweit okay. Und nach hinten habe ich die Fläche. So, was ich jetzt machen werde, ich habe die Bundeswehr-Faltmatte mit. Und die werde ich jetzt hier mal exemplarisch reinlegen, sodass jeder ein Gefühl für die Größe und für die Geometrie hat. Und dann werden wir uns auch anschauen, wie man sich das Ganze ein bisschen bequemer macht. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn man einen leichten Hang hat, an dem man liegt. Jetzt habe ich die Kamera mal in die Hand genommen. Jetzt sieht man hier auch nochmal, wie das Tarp gespannt ist. Ich werde jetzt hier einmal rumgehen, sodass man dann auch die Unterschiede sieht, beziehungsweise die Abspannpunkte. Hier sieht man, da ist es halt abgespannt. Hier oben, jetzt gehe ich mal rum. Und dann sieht man, wie weit das eigentlich nach hinten rausgeht und wie lang man doch einen sehr, sehr hohen Platz hat. Man kann das natürlich noch ein bisschen von innen, dass man den Rucksack mit reinnimmt und dann sozusagen da an der Stelle den Rucksack hinmacht, dann kann man das noch ein bisschen anheben, um mehr Platz zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen hat man hier ein auf der einen Seite relativ flaches Setup und auf der anderen Seite ein sehr, sehr geräumiges. So, jetzt gehen wir hier nochmal rum. Und siehe da, wenn man das ein, zweimal geübt hat, dann ist die Aufbauvariante sogar sehr, sehr schnell. Der Vorteil dabei ist, wenn man jetzt Sachen hat, die nicht nass werden dürfen, was macht man? Man legt das Tarp eben zusammengefaltet hin, legt da drunter die Sachen, die nicht nass werden können. Also kann man schon zwischen diese beiden Lagen legen und dann fängt man an, das Tarp erst aufzubauen. Also da kann man auch wirklich dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht weiter nass werden, weil man eben noch im Tarpaufbau ist. Und das ist auch einer der ganz großen Vorteile hier, dass ich das eben wirklich einfach, ne, Tarp flach hinlegen, aufhalten, Zeug hinten rein, zufalten, anfangen aufzubauen und fertig ist es an der Stelle. Also einfacher Aufbau, nicht kompliziert, aber meines Erachtens super effizient. So, das ist das Erste. Und jetzt machen wir es uns da drin gemütlich. So, jetzt hole ich erstmal die Faltmatte, dann seht ihr das und dann machen wir es uns gemütlich. So, ich habe jetzt einfach mal die Bundeswehr-Faltmatte da drunter gelegt. Ich habe sie noch nicht mal diagonal gelegt, sondern wirklich einfach nur flach da rein. Und jetzt werde ich mich selber mal da hinlegen, sodass ihr dann nochmal die Geometrie seht. Also ich selber bin 1,83 Meter lang. Dementsprechend kann man sich da so ungefähr vorstellen, wie es dann für die eigene Körpergröße aussieht. So, das machen wir jetzt mal. Jetzt geht es hier rein. Und hier habe ich meinen Schlafbereich. Das heißt, ich kann hier bequem liegen. Ich habe hier noch Platz. Ich habe hier noch Platz. Und ich habe hier noch sehr viel Ablagefläche auf meiner rechten Seite, weil ich da eben noch ungefähr das so hoch habe. Wenn ich ein bisschen mehr Platz hier brauche, kann ich hier zum Beispiel Rucksack reinstellen, den setze ich hier so hochkant hin, dann habe ich sogar noch wesentlich mehr Platz. Aber selbst wenn man es so runterhängen lässt und hier liegt,
ist das schon relativ gut. Ich kann natürlich ein bisschen weiter nach da gehen und so weiter und so weiter. Aber je stärker der Regen kommt, desto mehr ziehe ich das dann hier rein. Wenn ich das Ganze diagonal mache, dann kann ich auch mit über 2 Metern hier liegen. Aber ich glaube, es sollte klar sein, was ich meine. So, dann komme ich jetzt mal hier langsam raus. So, jetzt hier ein kleiner Tipp für zwischendurch. Und zwar, wenn es beschissenes Wetter ist und man hat damit zu kämpfen, dass es irgendwie nass ist und immer wieder regnet und so weiter, dann sehe ich halt prinzipiell diese, sagen wir mal, Elefantenhaut im Einsatz. Ja? Das heißt, man nimmt eben die Elefantenhaut, man legt den Rucksack drauf. Gut, jetzt ist er von unten trocken. Dann kann man den aufklappen, Rucksack rein und zuklappen, dann ist er mehr oder weniger auch trocken. Aber die Platte liegt, dann ist es gewölbt, das obere Teil von der Elefantenhaut. Und dementsprechend läuft jetzt die Elefantenhaut runter auf die drunter liegende Folie und läuft so richtig schön rein. So, das ist ehrlich gesagt beschissen. Was ich da stattdessen mache, das nehme ich jetzt immer mit, wenn ich es mal eben hinlegen muss oder so. Aber wenn ich wirklich, sagen wir mal, mir die 600 Gramm hier sparen möchte, dann habe ich eigentlich was anderes. Und zwar ein Raincover. Und zwar nicht nur ein Raincover, sondern 2 Raincover. Erstens, das brauche ich sowieso, wenn ich unterwegs bin. Aber was mache ich jetzt mit diesen 2 Raincovern? Das Schöne dabei ist, dass ich je nachdem, ob es jetzt Sommer oder Winter ist, eben das im Winter oben habe oder im Sommer das oben und genau das andere, was ich nicht brauche, kommt nach unten. Also wenn ich auch ein bisschen so, ne, mich ein bisschen tarnen möchte oder so. Jetzt sehen wir mal das Weiße, den Wintertarn, den ich natürlich jetzt nicht brauche. Und der kommt als erstes. So. Was ich jetzt machen muss, ist Folgendes. Ich gehe jetzt hin. Ob das jetzt hier drauf oder da drauf ist, darf dreckig werden, ist total egal. Ich nehme jetzt den Rucksack und lege den mit dem Tragegestell nach unten hier rein. So. Hervorragend. Jetzt habe ich natürlich eine Badewanne gebaut, auf jeden Fall. Aber was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ich kann jetzt so jederzeit an den Rucksack dran. Ich kann ihn öffnen, ich kann rein, ich kann hier eben was hinlegen. Kein Problem. Von unten ist das Ding trocken. Jetzt nehme ich einfach den zweiten und mache den oben drauf. Und schon habe ich für ein Lager eine sehr, sehr komfortable Variante, die sehr witterungsfest ist. Hier einfach hin, schwupps, schwupps, schwupps. Und siehe da, ich habe ihn in der Farbe getarnt, wie ich ihn getarnt haben möchte. So, er ist jetzt also in der Farbe getarnt, wie ich ihn getarnt haben möchte. Kann man natürlich Flecktarn oder sonst was nehmen. Oder ich mache es eben dann andersrum, wenn der Schnee ist, je nachdem, wie es mir passt. Aber ich habe jetzt erstens, dadurch, dass es oben drüber ist, kann hier Regen kommen ohne Ende. Ist total egal. Das heißt, ich habe meine Schlafmöglichkeit und der Rucksack, der kann neben meinem Biwaksack einfach liegen. Brauche ich nicht extra irgendwie abdecken und sonst was. Er ist eben von unten und oben sicher. Zweitens, wenn ich was brauche und es regnet, dann mache ich so ein bisschen den hier auf, so weit wie ich es brauche, kann das ja auch hier unten ziehen. Und jetzt hole ich raus, was ich brauche, oder ich lege eben rein, was ich brauche, mache das Ding wieder zu. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man nämlich jetzt mal ausrechnet. Normalerweise habe ich einen Raincover dabei und eine Elefantenhaut. Jetzt wäre ich in der Lage, sozusagen nur mit 2 Raincovern unterwegs zu sein. Und habe einen wesentlich besseren Regenschutz für Rucksack und Material, als das vorher der Fall ist. Ich kann das natürlich auch so nehmen, dass ich jetzt hier Kleidungsstück oder so kurz drunter lege oder Kamera oder was auch immer. Da ist ein sehr, sehr schneller Zugriff und diese Elefantenhaut ist an der Stelle nicht so effizient. Also von dem her, 2 Raincover ist mein absoluter Favorit für richtig beschissenes Wetter. Und ja, dafür bereiten wir uns ja in Expedition Outdoor gerade vor. Und ja, dementsprechend, wie macht ihr das? Arbeitet irgendjemand von euch auch mit 2 Raincovern? Macht ihr eine Kombination aus Raincover und Elefantenhaut oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Lösung? Dann schreibt mir das bitte runter in die Kommentare, weil ich möchte es ganz gerne erstens nicht nur wissen, sondern zweitens mich mit euch darüber austauschen und lernen, weil wir sind hier in der Community und das ist ja ein Geben und Nehmen. Also, wenn ihr andere Ideen habt, schreibt es bitte runter in die Kommentare. So, kaum sind die Forstarbeiter weg, was ist, sind diese Sportflieger unterwegs. Also wenn gleich schon wieder irgendwie so ein nerviges Flugzeug hier durchfliegt, bitte ich auch diesbezüglich um Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, manchmal kommen die einfach in Scharen.
Das ist fürchterlich. Kann man also letztendlich nur 2 Minuten aufnehmen und schon ist das nächste Flugzeug da. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt dabei, wie wir uns das gemütlich machen. Und was kann ich machen? Ich kann natürlich so eine aufblasbare Isomatte mitnehmen. Und erstens, die kostet halt viel Geld. Und zweitens, die ist vielleicht auch anfällig. Das heißt, also wenn da ein Loch ist, dann ist sie ganz platt und weg. Jetzt kann ich natürlich nur einen anderen Weg gehen. Ich kann mir natürlich, sagen wir mal, aus den Materialien, die vorhanden sind, etwas machen. Und da gibt es 2 Wege. Der erste Weg ist, ich befinde mich hier in so einem Laubwald. Und in so einem Laubwald, was kann ich da machen? Ich kann Laub verwenden. Und zwar hervorragend. Was brauche ich dazu? Ich brauche ein Drybag. Hier habe ich schlicht und ergreifend 2-mal ein Drybag mit 80 Liter mitgenommen. Da kommt dann Laub rein. Ihr müsst nur zusehen, wenn ihr das so macht, dass eben solche Stöckchen da nicht mehr drin sind, damit sich da nichts durchdrückt. Aber prinzipiell einfach Laub sammeln, reinkippen. So, dann wird das Ganze schlicht und ergreifend hingelegt. Und da kannst du dich hervorragend drauflegen. Was hast du damit geschafft? Erstens, du liegst relativ weich, brauchst also die Unebenheiten des Bodens nicht austarieren, die hier eben sind, ne, Wurzel oder sonst was. Das zweite ist, wenn es feucht ist oder so, dann bist du sowieso per se schon mal ungefähr so ein Stück höher. Das heißt, du bist auch trockener. Also wenn du so ein ganz normales A-Frame oder sonst was hast und dich damit runterlegst, bist du höher, brauchst also nicht diese Elefantenhaut oder sonst irgendwas, beziehungsweise du bist einfach weiter vom Wasser weg. Das nächste, du hast hier natürlich eine ganz andere Isolationsleistung. Ja, das Laub ist feucht, das mindert natürlich in gewisser Weise die Isolationsleistung. Auf der anderen Seite hast du sehr viel Luft da drin, das erhöht es. Im Allgemeinen hast du damit eher ein Plus als ein Minus. Das heißt, hier hast du es bequem, als auch eine gute Isolationsleistung nach unten, weil du eben ganz viel Luft da drin hast. Frag mich bitte nicht, welcher R-Wert das ist. Ich habe keine Ahnung davon. Vielleicht kann mir da ja irgendjemand helfen. Aber wenn ich 2 von diesen Dingern habe, ich habe jetzt einen mehr und einen weniger voll gemacht, dann kommt hier der Oberkörper drauf und hier kommen die Beine drauf. Dann habe ich mit 2x80 Liter etwas, auf das ich mich wirklich komplett drauflegen kann. So, und jetzt kann man hier meinetwegen noch die Faltmatte drauflegen und dann hat man es sehr, sehr komfortabel. Das werde ich jetzt mal machen. Ich werde das jetzt hier einbauen. Eins, zwei, Matte drauf und jetzt legen wir uns mal hin. Bevor ich jetzt da drunter krabbel, noch eine dritte Sache, und zwar hervorragend ist das, wenn ihr irgendwo einen Hang habt, dann habt ihr immer das Problem, wie lege ich mich da hin? Da sagen die Leute, nimmst eine Hängematte mit, gut, habe ich jetzt nicht mit, also was mache ich? Wenn ich jetzt also einen Hang habe, dann lege ich mich sozusagen genau in 90 Grad zum Hang. Das heißt, ich würde ja normalerweise dann runterrollen. Und mit dieser Konstruktion mache ich mir einen leichten Keil. Das heißt, ich lege mir vielleicht einen Baumstamm hin nochmal oder was auch immer. Oder ich mache es einfach so, meistens reicht das auch. Und ich lege den ein bisschen keilförmig hin. Das heißt, ich liege dann relativ gerade sogar am Hang. Das heißt also, selbst wenn ich irgendwo da liege, kann ich mich genau quer zum Hang legen und kuller nicht den ganzen Abend bescheuert herum. So, und jetzt lege ich mich hier mal drauf. Das heißt, hier einmal drauf. So. Und so. Gut. Jetzt fliegt der Hut weg. So, jetzt habe ich hier ein bisschen viel. So, jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen viel Luft drin. Das müsste ich jetzt nochmal rausmachen. Irgendwann hat man so sein Maß, mit dem das so funktioniert. Also in Form von so viel Luft ist drin, so wenig Luft ist drin, so viel Laub ist drin und so weiter. Da hat jeder so sein eigenes Bedürfnis. Aber im Großen und Ganzen kann man sich so relativ komfortabel und vor allen Dingen dann auch warm hinlegen. Naja, probiert es mal aus. Es ist einfacher, als ihr glaubt. Und bequemer, als ihr denkt. Und damit haben wir sozusagen jetzt auch noch im Sommer eine weitere Variante, die uns vor Zecken schützt. Weil, wenn ich mir nochmal das Jägerbett mache, in diesem Laub hier, da ist so viel Viechzeug drin, das will ich wahrscheinlich gar nicht um die Nase haben. Und mit solchen Drybags, wenn ich die dann eben schön fülle, habe ich zwar auch das Laub genutzt, aber all das Ungeziefer bleibt erstmal genau in diesem Sack. So, jetzt werde ich diesen Sack hier vorne mal auskippen, damit ihr mal seht, wie viel Laub das eigentlich nur ist. Es ist wirklich überschaubar. So, kommen wir zum ersten. Das Schöne ist, der Drybag wird danach einfach umgedreht und getrocknet. So, das ist Nummer 1. Dann kann ich den gleich umdrehen zum Trocknen. So.
Nummer 1. Und Nummer 2. Hier war zum Beispiel gerade für mich persönlich jetzt ein bisschen zu viel Luft drin. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen rausmachen, damit man da nicht so hin und her schwimmt. So, und dann machen wir den zweiten. Ja, vielleicht umdrehen zum Trocknen. Und damit hat sich das dann auch erledigt. Also, wie man sieht, der Hügel ist so etwas höher als Ellenbogen. Ist mannsbreit. Also so unbeschreiblich viel Laub braucht man dafür gar nicht. Also, wie gesagt, gebt mir mal eure Kommentare dazu. A, was ihr davon haltet. B, habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Und wer von euch hat schon mal ein reguläres Jägerbett gemacht? Und sag mal, wie lange habt ihr eigentlich dran gesessen, dieses Jägerbett zu bauen? Weil hier, sag ich mal, okay, selbst wenn du echt fieses Laub hast, viele Stöckchen drin, du bist unter einer halben Stunde ein bisschen fertig, aber ganz locker. Jetzt haben wir also gesehen, wie man erstens so mit so einem 4x4 Tarp eben einen relativ dreiseitig und von unten her auch geschützten Aufbau machen kann. Ich persönlich mag ihn, weil er eben sehr, sehr geräumig ist und von, wie gesagt, sehr geschützt ist. Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter schützen möchte, können wir natürlich vorne das noch zumachen oder so. Aber wie gesagt, lasst mich doch gerne wissen, welche Tarp-Aufbau-Variante ihr für so richtig beschissenes Wetter nehmt. Und da bin ich mal wirklich gespannt. So, dann ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn man sich mal ausrechnet, was ist eigentlich das Gewicht eines Biwaksacks, eines 3x3 Meter Tarps von Elefantenhaut. Und da würde das Gewicht zum Beispiel nur von einem 4x4 Tarp, kein Biwi mehr, keine Elefantenhaut mehr. Das ist etwas, was für mich jetzt gerade das Ausschlaggebende ist, weil ich dann später in Schweden eben dann auch einiges an Marschleistung eben dann erbringen muss. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben heute nochmal gesehen, wie man das mit diesen Säcken macht. Also da Laub rein. Ich muss zugeben, der erste, der obere Sack, der war noch ein bisschen viel mit Luft voll. Da ist man so ein bisschen hin und her geschwommen. Das heißt, da müsste man noch ein bisschen die Luft rausmachen. Aber ich glaube, wenn man das ein, zwei Mal dann nochmal gemacht hat oder dann nochmal korrigiert, also bei mir ist jetzt so, war einfach zu viel Luft drin, muss ich das nochmal kurz aufmachen, zumachen und dann ist es für mich korrigiert. Also von dem her, das muss man ein bisschen ausprobieren oder dann eben anpassen. Aber im Großen und Ganzen liegt man sehr, sehr komfortabel da. So, was werde ich jetzt noch machen? Ich werde jetzt den ganzen Kram zusammenrollen. Dann werde ich mir überlegen, was das nächste Video ist. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es doch runter in die Kommentare. Wenn ihr das Ganze noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn als kleines Dankeschön ein Abo dagelassen wird und einen Daumen hoch. Freut mich immer sehr, dann auch jeden neuen Subscriber hier dann begrüßen zu können. Ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Ich werde jetzt zusammenpacken, dann geht's nach Hause. Bleibt gesund, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.